MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator, die Linie 86 von der Stadthausbrücke zu dem Örtchen mit K, auf das der Nick eben nicht gekommen ist. Königsheide im Dorfe, der Bjacht ist auch von den Toten erwacht. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Und der Nick ist sowieso wieder mit dabei, weil wir nehmen ja direkt die 86 hinter der 84 auf. Schmeißen wir mal die Leute rein und... Heißt also, eine 85 gibt's nicht. Nee. Also nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Ach, hab ich hier. So. Oh, wieder Kirchenglocken. Ja, aber zumindest nicht ganz so penetrant. Ja. Gott sei Dank. Auf, wie geht's? Stadthausbrücke starten wir und dann geht's los. Wow. Ein bisschen eng. Mhm. Ja. Der Bürgersteig kam etwas schneller gedacht als schneller näher als gedacht, war. Irgendwie schon, ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, toll. Jetzt muss ich warten. Das ist aber nett. Boah. Wow. Jenaer Straße. Jenaer Straße stimmt aber nicht ganz. Nee, muss er eine weiterschalten. Sprühndorf Rathaus. Kriech nicht da rein. Okay. La 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 la. So, kriegen wir grün, Fahrt. Ich wollte gerade sagen, die eine vorhin ist direkt umgesprungen. Ja, ja. Und hier wartest du 3 Tage. Die Ecke ist auch fies, wenn da jemand an der Ampel steht. Ja, genau. Ja. Bestätigt. Confirmed. Das war wohl eindeutig Mission Complete. Mhm.
Kommen Sie rein. Hallo. Guten Tag. Können Sie rausgucken? Sprühndorf S-Bahnhof. Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis sowie zur S-Bahn. Oho, Sprühndorf S-Bahnhof. Ruckel, ruckel, ruckel. Ach, jetzt muss ich ja erst. Einmal rumfahren. Ja, ich darf ja da nicht rein. Und selbst wenn ich dürfte, da ist keine Haltestelle. Steht nicht drunter für Linienverkehr frei. Genau. Ja. Somit habe ich mich an die Verkehrsregeln zu halten und darf nur rechts oder links abbiegen. Wir biegen rechts ab. Um dann links abzubiegen. Ja, komm, mach grün. Breslauer Platz, Sprühndorf, Mitte. Nein, du bist eine zu weit. Ja, da wird auch, wenn du stehen bleibst, wahrscheinlich noch mal eine weiterschalten. Hallo. Nein, doch nicht, okay. Jedes Mal, wenn du stehen bleibst, klingt das so, oder die Tür öffnet, klingt das so, als wenn du irgendwann ganz kurz was rammen würdest. Schönen guten Tag. Nochmal einen zurück. Sprühndorf S-Bahnhof. Umstieg zu weiteren Buslinien der Rogis sowie zur S-Bahn. Die Linksabbieger, kriegen jetzt grün. Mhm. Aha, okay. Weil ich wollte doch sagen, die Ampel selber war doch grün. Ja, ja, aber da ist ja auch noch gegenüber die gerade Ausspur für Rechts- und Linksabbieger. Deswegen habe ich verspätet grün bekommen. Breslauer Platz, Sprühndorf, Mitte. Na, das ist doch mal ein Kreisverkehr. Ja, hier ist der Linienverkehr frei. Das wollte ich auch gerade sagen. La da da da. Hier ist eigentlich 20. Ja, aber nur eigentlich. Hier ist nur eigentlich 20. Was denn, Schatz? Hallo. Du hast einen Regenschirm vergessen. Ja, super, dann zieh dir mal direkt was Trockenes an. Hallo. Bin eh noch in der Aufnahme. Guten Tag. Ja, bist du gelaufen?
Ja, warum läufst du denn auch? Was aus Deutschland-Ticket? Hättest du auch Bus fahren können. Jetzt, wo er es sagt. Sisselsforsterstraße. Da, guten Tag. Hallo. Das ist immer, wenn du die Tür aufmachst. Dieses Klacken, ne? Ja, ja. Das klingt, als wenn du irgendwo anecken würdest. Ja, das hier, pass auf. Hm? Das sind aber die Gummis, die auseinanderpflöppen. Ja, der Sound ist vielleicht etwas laut geraten. Ja. Ich glaube, der wollte auch abbiegen. Du hast eine blaue Schnauze. Den habe ich nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es Busse gibt mit einer Schnauze vorne. Gibt es. Hast du doch gesehen. Ja. Wenn Haya die eigentlich umgebaut hat. Ich kenne die eigentlich nur aus den Staaten. Nee, nee. Wobei ich glaube, die ersten deutschen Busse hatten auch noch eine Motorhaube vorne, ne? Ja, gab's auch. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Dass einmal tief durchatmen. Dass die immer meckern und fragen, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich hab gar keinen. Die war aber sportlich. Ging aber. Hm? Hallo. Guten Tag. Vielleicht solltest du als Busfahrer vorne eine FAQ hinhängen. Ja. FAQ, bevor Sie fragen, ich habe keinen Führerschein, beten Sie darum, dass Ihre Versicherung Sie gut abgedeckt hat. Ja. Machst du vorne bei der, an der Tür, wo Einstieg steht, machst du da drunter noch einen Aufkleber, sind Sie gut versichert? Einsteigen auf eigene Gefahr. Ja. Unfallversicherung? Fragezeichen. Ja, du bist wahrscheinlich der einzige Busfahrer, der einen fest zugewiesenen Bus hat, wo nur Versicherungen drauf sind. Ja. Das war clever, sich vor dem Abbiegen mittig zu stellen. Ja.
Hallo. Natürlich war das clever. Es war nicht klug, sich vorhin den Setra LE Business anzugucken. Jetzt will ich den haben und Omsi spielen. Okay. Boah, fällt der Scheiße. Ist das der, der jetzt gerade eben vor kurzem rausgekommen ja, ist? Ja, oder was? Der ist ja. Das. Hast du den auch schon gefahren, Mario? Nee, ich frag den jetzt am Montag an. Welcher war denn das, wo du sagtest, du fragst nicht an? Das war der, wo ich gesagt habe, ich überleg's mir, ob ich ihn anfrage oder nicht. Aber ich habe mich entschieden, ihn anzufragen. Ey, Loki! Ja, kostet ja nichts. Und wie gesagt, macht jetzt erstmal einen guten Eindruck. Genau. Auch die Kurve war sportlich, aber das hat gepasst. Kam mir jetzt aber nicht so sportlich vor. Mir schon. Also dafür, dass wir einen 12 Meter langen, 10 Tonnen schweren Bus fahren, fand ich das schon. Ja, man muss sich auch mal was trauen. Sedanweg. Ja, aber wir wissen alle, wie Mayo um Kurven fährt und Firmen. Da war das eigentlich relativ langsam sogar. Gefühlt so. Kam zumindest so an. Oder der Discord hat angefangen, nur noch die Hälfte der Frames zu bringen, wenn Mario umkommt. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt. Dass das dadurch langsamer aussieht. Deswegen läuft er auch nicht schneller. Ja, warum nicht? Ein klein wenig Spiegelarbeit. Einfacher wäre es gewesen, wenn der Fußgänger nicht da gewesen wäre. Tja. Worauf warten wir? Ich warte auf den Kollegen. Ich weiß aber nicht, ob der dir jetzt nicht in die Seite fährt. Nö, tut er nicht. Okay. Deswegen bin ich nämlich stehen geblieben. Lass mich raten, du hast genau wie ich gedacht, dass der da, der jetzt links steht, da raus will. Ja. Dass es kein Parken da ist. Ja. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, dass der Bus deswegen da noch steht. Ja, genau, weil er den rauslassen muss. Ja. Nee, ich hatte schon bewusst genau da gewartet, weil die Straße da noch ein bisschen breiter war. Das war für mich auch kein Zweifel. Das habe ich als solches erkannt. Nee, ich meinte Nick, weil Nick sagte, worauf warten wir. Nur die andere Situation war für mich anders. Hier hatte ich nämlich genauso interpretiert wie du. Hättest du übrigens auch links um die Insel rumfahren können. Ja, ich weiß, war keine Verkehrsinsel da mit dem Zeichen, dass ich mich rechts halten muss. Egal. Warum macht man die Haltestelle dahin und nicht rechts in die kleine Einmündung? Weiß ich nicht. Die ist eh beschissen anzufahren. Da ist eine. Das ist aber die ehemalige Endhaltestelle.
Ja, die wird auch immer noch als Endhaltestelle genutzt. Ja, für die Kurzläufer. Aber die hätte ich jetzt auch nicht so hier dahin gesetzt. Ich hätte die eher irgendwie hier hingesetzt, die Haltestelle für den... Weil das ist aus der Kurve raus echt blöd zu machen. Ja, naja, Haltestellen, die scheiße zum Anfahren sind, gibt's ja durchaus. Ja, das stimmt. Voll realistisch. Ja. Am Hoppe. Am Hoppe. Man merkt, Mario hat keine Lust mehr. Doch, alles gut. Ich komm aber gut durch, komme auch gut rum. Und mit dem, das meinst ist dieses mit dem Lions City, mit dem Lions Intercity, das lädt auf so langen Strecken und so Landstraße, da lädt das schon ein, mal das Gaspedal durchzudrücken. Fällt gar nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Worauf wartet der? Auf Mario, weil der ein bisschen doof ist. Nee, weil er einen Blinker noch drin hatte. Ja, weil du halt, also er hat ja, du hast ja auch Vorfahrt, aber die erkennen halt nicht, blinkst du jetzt zum Rechtsabbiegen oder blinkst du wegen der Haltestelle. Ja. Eine seltene Situation, wo die OMSI-KI mal vernünftig wartet. Königsheide im Dorfe. Diese Linie endet hier. Ja, da kann man mit 60 durchfahren. Ich wollte gerade sagen, das gibt dicke Punkte. Das ist doch nur neidisch, wenn man hier wenden muss. Ja, glaube ich. Aber hätte ich hier sogar Pause? Ja, ein paar Minuten. 10 Minuten. Oh ja, hier wenden. So, hier schön ums Ei rum. Hm? Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. So, fertig mit der 86. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.